Heute möchte ich ein sehr beliebtes Plugin vorstellen und zwar das SEO von Yoast. Das ist eigentlich ein Plugin, was für jede Webseite gut geeignet ist, denn es bringt einfach einige nützliche Funktionen mit, die man immer wieder gebrauchen kann. Und wir installieren das jetzt einfach mal zusammen. Also, dafür gehe ich auf Plugins installieren. Gehe mir hier in die Suche SEO Yoast ein. Da sehen wir, es wird mir schon angezeigt. So, und jetzt ist es dieses Jahr. Wir sehen also sehr beliebt über ein, eine Million aktive Installationen. Und da sagen wir jetzt installieren. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version. Ich zeige dir die kostenlose. Die reicht eigentlich in 80 oder 90 Prozent aller Fälle, wird sicherlich die kostenlose verwendet. Aber wer möchte, kann sich natürlich auch mal die kostenpflichtige anzeigen lassen. Aber wir haben hier schon in der Grundversion relativ viele Möglichkeiten und die möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Dafür gehen wir hier auf der Seite. Siehst du, ist hier ein neuer Menüpunkt dazu gekommen, SEO Yoast und da haben wir schon sehr viele Punkte. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem Allgemeinen an. So und jetzt sehen wir hier schon, dass alles ähm, ja, relativ bebildert ist. Ich sehe hier gleich ein wichtiges Problem, wichtiges SEO Problem, du blockierst den Zugriff von Suchmaschinen. Und dann wird mir auch gleich gesagt, wie ich das Ganze hier lösen kann. Gehe bitte zu Einstellungen lesen und entferne den Haken. Ja, das wäre also hier Einstellungen, lesen, da gibt es einen Haken für die Suchmaschine. Wenn du jetzt eine aktive Webseite hast, dann ist das und du hast ebenfalls diese Meldung, dann ist natürlich ganz wichtig, dass du den Haken rausmachst. Du möchtest ja, dass die Suchmaschinen auf deine Seite kommen. Ich lasse den bei mir jetzt drin, denn das hier ist eine reine Testwebseite nur für dieses Video. Das ist keine wirklich aktive Webseite und darum habe ich da auch den Haken drinnen. Aber so informiert dich das CEO im Prinzip immer, wenn es was Neues hat. Du siehst es auch hier oben, ja, wenn es neue Benachrichtigungen gibt, wenn das Plugin irgendetwas findet, was es dir mitteilen möchte. Ja, dann wird dir hier auch vorgeschlagen, dass du dich mit der Google Search Console verbindest. Auch das ist ein sehr guter Vorschlag. Wenn du noch nicht bei der Search Console bist, dann solltest du es unbedingt tun. Das hat viele Vorteile. Möchte ich hier jetzt an der Stelle gar nicht mal so drauf eingehen. Aber ein Punkt ist sicherlich, dass eine gewisse Kommunikation dann auch stattfinden kann. Das heißt, Google selber kann dich auch darauf hinweisen, wenn irgendwas nicht passt, ja auf deiner Webseite. Aber auch ein sehr wichtiger Punkt, warum ich es immer nutze, ist, dass deine Beiträge oder Seiten, wenn du irgendwas neu erstellst, dann auch sofort indexiert werden können, wenn du es eben bei der Google Search Console einreichst. Andernfalls kann es sein, dass du teilweise wirklich Monate warten musst, bis deine Webseite indexiert ist. Das hängt immer von den Zugriffszahlen ab. Das heißt, umso höher deine Zugriffszahlen von... Besuchern, umso eher wirst du auch indexiert. Wenn du, wie es am Anfang üblich ist, wenig Besucher hast, dann dauert es auch lange, bis du wirklich indexiert wirst. Und das kannst du sehr gut über die Search Console machen. Das möchte ich hier jetzt aber nicht zeigen, wie das geht, wird hier aber eben, du kannst hier draufklicken. Es ist relativ einfach, nicht sehr kompliziert und auch kostenlos. Google Search Console ist kostenlos und auch DSGVO-konform. Da wird im Prinzip wirklich nur gezeigt, wie Google deine Webseite sieht. Und du siehst zum Beispiel auch bei der Search Console, mit welchen Keywords du schon gerankt bist und auf welcher Position. Also wirklich interessant, die Search Console unbedingt zu empfehlen. Aber jetzt schauen wir uns das Plugin an und machen weiter. Also wir schauen gerade mal bei Allgemein. Wir haben also hier ja zu Premium wechseln. Wie gesagt, kannst du dir angucken, musst du nicht. Und dann haben wir hier die Funktionen, die hier alle ja standardmäßig an sind. Ich würde das auch einfach mal so lassen. Wenn dich irgendwas stört, dann kannst du es hier deaktivieren. Ansonsten einfach mal alles drin lassen. Ja, und dann haben wir hier äh, die Webmaster-Tools. Das sind wirklich so die Verbindungen eben zu Search Console. Das gibt es analog eben auch bei Bing. Ähm, wenn du das hier alles nutzen möchtest, dann musst du dich da jeweils registrieren und dann hier deinen Code einfügen. Das sind also die Grundeinstellungen, die einfach das SEO von Just anbietet. Wir gehen hier gerade mal weiter. Ja, dann haben wir hier Darstellungen in der Suche. Das heißt einfach, wie soll das Ganze angezeigt werden? Ähm, Titelbeschreibung schauen wir uns gleich an. Ja, wie wir das machen, das ist sehr interessant. Jo, ansonsten Titeltrennzeichen. Da hast du hier die Möglichkeit, was festzulegen. In der Regel ist dieser einfache Bindestrich deine Wahl so genau hier kannst du noch diesen Knowledge Graph eintragen also bist du als Unternehmen oder als Person ne? wie handelst du auf dieser Webseite oder was stellt die Webseite da ist es eine Unternehmenswebseite dann willst du natürlich Unternehmen ist es deine persönliche dann trägst du die Person an und kannst hier eben dann auch direkt deinen Namen reinschreiben beziehungsweise den Unternehmensnamen wenn du Unternehmen ausgewählt hast Jo, dann immer das Ganze hier unten speichern, natürlich ganz wichtig, wenn du etwas geändert hast, dann immer auf Änderung speichern gehen. Ja, und dann siehst du, es gibt hier eine Reihe von Dingen, die du ändern kannst. Du kannst das im Prinzip alles mal so stehen lassen. Das ist schon äh, ja, sehr optimal voreingestellt. Ja. Das ist auch alles sehr selbsterklärend, das heißt, man versteht es wirklich gut, ja. Und ähm, wir haben. Ja, hier im Prinzip noch die Snippets, auch das können wir erstmal so lassen. Du siehst schon hier, wenn du da durchgehst, es ist alles voreingestellt und das ist auch sicherlich ganz gut, wenn man es so lässt. Ja. Ähm, was ich dir eigentlich jetzt noch zeigen möchte, außer hier alles durchzugehen, ist natürlich das Kernstück von diesem Plugin. Das finden wir auf jeder Seite und auf jedem Beitrag, schauen wir uns gleich an. Aber wir gehen mal noch kurz durch, nur dass du es auch mal gesehen hast. Wir haben hier noch, ähm, ja, eben die, die Search Console, ja. Das ist, was ich vorhin schon gezeigt habe. Du kannst dich also hier direkt mit der Search Console verbinden. Social, das heißt, du kannst hier eben deine ganzen sozialen Profile eingeben, wenn du das möchtest. Auch das ähm, standardmäßig immer mit dabei. Dann gibt es hier noch die Werkzeuge. Damit kannst du alles importieren, exportieren, wenn du das möchtest. Und ja, dann hier wieder natürlich der Hinweis auf Premium. Also, das hier die Grundeinstellung. Wie gesagt, ich würde empfehlen, auf jeden Fall dich mit der Search Console zu verbinden. Den Rest kannst du so stehen lassen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf den Seiten an. Und dafür gehe ich jetzt einfach mal auf hier auf die Startseite bearbeiten. So, das Ganze ist hier eine Divi-Webseite. Deswegen jetzt nicht wundern. Hier ist der Divi Bilder aktiv, ja, das hier oben, das hast du bei einer Standard Webseite nicht. Und wir haben hier schon äh, den neuen Reiter Yoast SEO. Der ist ja auch aufgeklappt. Eventuell, das hier ist der Divi Bilder, den klappe ich gerade mal zu. Eventuell ist es bei dir weiter unten. Man kann ja hier diese Optionen verschieben, wie man möchte, und hier auf- und zuklappen, wie man möchte. Also einfach mal schauen, es ist egal auf welche Seite du gehst, du findest das unter jeder Seite und unter jedem Beitrag hast du jetzt quasi diesen Yo SEO-Reiter mit dabei. Den klappst du einmal auf und dann schauen wir uns das Ganze zusammen an. Wir haben hier einfach zur Bedienung nochmal: wir haben hier wieder drei Reiter. Wir sehen einmal Social, wir sehen einmal generelle Einstellungen. Und das hier ist das sogenannte Ampelsystem. Sehr beliebt, deshalb das Plugin, weil es dir einfach zeigt, wie du diese eine Seite, und ich spreche jetzt wirklich nur von der Seite, auf der ich mich gerade befinde, wie du die wirklich für die Google-Suchergebnisliste optimal vorbereitest. Wenn du das nämlich nicht machst, dann zieht sich ja Google einfach was raus. Es zieht sich die URL raus, es zieht sich die Überschrift raus, das siehst du hier. Ja. Es zieht sich den Namen der Webseite raus. Ja, und Meta-Description, also diese Beschreibung hin, diese Zeilen, die man auch sieht, auch die zieht es sich raus und nimmt da die ersten Zeilen. Und was du jetzt hier machen kannst, du kannst für jede Seite ein spezielles Fokus-Keyword sein, das sollte auch immer ein anderes sein, also bitte nimm nicht für jede Seite das gleiche Keyword, das ist kein gutes SEO, sondern du nimmst wirklich für jede Seite. Seite ein Keyword. Also ich würde jetzt einfach mal für diese Seite Sandra Messer nehmen. Ja, ich gehe jetzt davon aus, das wäre meine Sandra Messer-Seite. Und mein Hauptkeyword für die Startseite wäre dann natürlich mein Name. Dann lege ich das hier erstmal fest. Und anhand dieses Keywords, das ich hier festlege, werden mir hier unten die Ergebnisse vorgegeben. Und da sieht man, ich habe schon ein bisschen was gut gemacht. Und es wird auch immer hier ganz ganz nett beschrieben, so dass man auch wirklich weiß, was man ändern muss, ja. Also, wenn ich mal schaue, was habe ich gut gemacht? Ich habe ja viel Text in dem Beitrag oder auf dieser Seite, das ist schön. Empfohlen wird hier immer ein Minimum von 300 Wörtern, damit die Suchmaschinen eben auch einen gewissen Inhalt vorfinden. Ja, was habe ich hier? Diese Seite hat null interne Links mit No Follow Attribut und einen normalen Link, also ich habe hier für diesen einen Link, den ich gesetzt habe, auf jeden Fall schon mal ein Grün bekommen. Also interne, externe Links ist immer ein Thema, sollten immer drin sein auf jeder Seite. Genau, und dann sagte ich ja natürlich noch, toll gemacht, du hast dieses Fokus-Keyword noch nie benutzt. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, für jede Seite und für jeden Beitrag wirklich immer ein extra Keyword zu nehmen. Ansonsten geht man miteinander in Konkurrenz auf der eigenen Seite. Das macht wenig Sinn. So, und jetzt sehen wir schon das Ampelsystem. Wir kommen hier auf Orange, da kommen wir auf Rot. Also natürlich alles, was rot ist, sollte in Richtung Grün gehen. Man muss natürlich nicht alles auf Grün setzen, das geht auch schlichtweg oft gar nicht bei manchen Seiten, ja. Ist klar, bei Impressum Datenschutz und man schreibt ja auch noch die Artikel für Menschen. Das heißt, aber man sollte natürlich versuchen, dass möglichst viel grün ist und wenig Orange und am besten kein Rot vorhanden ist. Das wirklich mal so als Hinweis. Und hier wird auch immer gesagt, was natürlich schlecht ist. Also das Fokus-Keyword kommt nicht im ersten Absatz vor, das ist schlecht. Das, das Fokus-Keyword kommt insgesamt viel zu wenig vor, nämlich hier 0 Mal, null 0%. Prozent. Das ist auch schlecht, denn äh, die Suchmaschine, die schaut natürlich ganz einfach gesagt, welches Wort sich am öftesten wiederholt in einem Text, also welches Hauptwort sich am öftesten wiederholt in einem Text und kann dann anhand dieser Hauptwörter auch eine Themenzuordnung machen und es dann so bei den Suchergebnissen an passender Stelle anzeigen. Das ist natürlich sehr einfach formuliert, aber so funktioniert es im Prinzip auch wirklich. Ne? Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir das Keyword oft eintragen im Text, immer wieder an geeigneten und erlaubten Stellen, aber auch nicht zu oft. Ja? Und ähm, das zeigt uns hier dieses Plugin sehr gut. Also, wichtig ist natürlich, dass es im ersten Absatz mal kommt. Auch im letzten Absatz darf es gerne kommen. Das steht jetzt hier nicht drinnen, ist aber auch mal ein guter Tipp. Hier als Zwischenüberschrift sollte man es mal nehmen, dass man da eine H2 vergibt. Man kann es auch mal fett machen. Man sollte Bilder einfügen, die dann als Alt-Attribut das Fokus-Keyword haben. Also, wenn ich ein Bild hochlade bei WordPress, dann, WordPress, dann kann ich ein Alt-Attribut vergeben. Schadet auch nichts, wenn die Bilddatei auch so heißt wie das Fokus wird. Auch das ist alles erlaubt. Also, das kann man hier sehr gut machen. Ja, und hier sind zum Beispiel so Sachen wie der SEO titel der ist zu kurz. Jetzt gehen wir mal hier oben hin und zwar kann ich hier direkt reinklicken und kann dann das Ganze hier bearbeiten. Ich nehme mir also diese Snippets raus, die hier voreingegeben sind und schreibe jetzt hier einen ganz eigenen Titel rein. Na, was mag er denn? Das mag er nicht. Man ist kaputt, das war ja doof. Okay, also meine Tastatur hat gerade wohl den Geist ausgegeben oder hat hier einfach ein Problem. Er macht kein S mehr. Nein, nicht gut. Okay, schauen wir mal, ob er da ein S macht. Da macht er. Okay, er macht mir hier oben kein S rein. Das ist schon mal gut für meine Tastatur. Keine Ahnung, was er da für einen Bug hat, aber ich kopiere es mal rein. Das ist mir sonst auch noch nie passiert. Also Sandra Messer. Ähm, ja, einfach WordPress lernen, wer jetzt so hier meint, ne? Okay, da hat man im bilder hier ein Problem. Er ist hier einfach überfordert. Normalerweise haben, hat Divi und ähm, CEOs keine Probleme, aber wer weiß, was ihn hier jetzt noch stört. Wichtig ist, dass du hier so lange tippst, bis du in dem grünen Bereich bist. Das ist wirklich ganz arg wichtig. Ähm, der Permalink, dem würde ich ja. Hier lassen, normalerweise zieht er sich wirklich den Permalink von hier oben raus. Das liegt jetzt hier auf meinem Server, deswegen ist das hier kein schöner Permalink. Es wäre natürlich schön, wenn der Permalink auch Sandra... Minusmesser.de heißt, was er ja auf meiner richtigen Webseite auch tut. Das heißt, den Permalink kannst du offen lassen, den zieht er sich raus. Was noch wichtig ist, ist eben die Metabeschreibung. Und auch hier gilt wieder genau das gleiche wie oben, nämlich dass du, naja, der lässt er mich auch nicht schreiben, hat irgendwie ein Problem, dass du hier wirklich so lange Text reinnimmst und Text schreibst, bis das Ganze auf grün umschaltet. Ja? Natürlich solltest du nicht immer Sandra Messer schreiben, sondern dieser Text, der wird ja tatsächlich auch von den Leuten gelesen. Das ist ja hier wirklich die Vorschau, so wie du es in WordPress siehst. Wir machen hier auch mal, das sieht ein bisschen eigenartig aus, wir machen hier einfach Sandra Messer hin. So. Und das hier ist ja wirklich die Vorschau, so wie man sie in Google sieht. Das heißt, hier kann man auch wirklich schön seinen Text reinschreiben. Hier könnte man in der Meta-Beschreibung dann machen mehr Infos, hier oder jetzt klicken. Also denke immer daran, dass den Text auch wirklich Menschen lesen. Das heißt, er sollte zwar dein Fokus-Keyword enthalten, aber er sollte wirklich auch ansprechend formuliert sein, sodass ich als Besucher, wenn ich mir das Suchergebnis durchlese, dann auch wirklich draufklick und rüberkomme. So, das ist dieses hier und das ist eigentlich so das Herzstück von SEO von Joost. Ja, du kannst noch sagen, dieser Beitrag als Cornerstone-Inhalt machen. Es ist klar, SEO ist ein relativ weites Feld. Ich kann in dem Video nicht alles erklären. Vielleicht ganz kurz, Cornerstone-Inhalt sind wirklich die beliebtesten Seiten, sage ich jetzt mal, auf deiner Webseite, von der aus oder auch zentrale Seiten, von der aus vielleicht viel verlinkt wird zum Beispiel, ja, also meistens sind das ähm, Oberseiten, wo wir vielleicht ähm, eine Sammlung drauf haben oder ja, wo, wo einfach viele Links weggehen, also so Cornerstone-Seiten ähm, sind generell die, die am häufigsten auf deiner Webseite besucht werden, ja, das kann natürlich die Homepage sein, das können aber auch oft Unterseiten sein, bei mir ist es zum Beispiel die Videoseite, wo man auf die ganzen Videos kommt, das ist so eine Cornerstone-Seite. Oder wenn du eine Übersichtsseite hast mit deinen besten Artikeln, sowas wird dann die Cornerstone-Seite. Genau, da kannst du dann einfach einen Haken hinmachen. Dann haben wir hier noch die Lesbarkeit. Also standardmäßig ist hier diese, ja, diese Keyword, ähm, dieser Keyword-Reiter aktiviert. Und die Lesbarkeit, die bezieht sich tatsächlich auf die Leser, wie gut die mit dieser Webseite zurechtkommen. Das heißt, das Keyword richtet sich einmal an die Suchmaschine. Alles, was du hier erfüllst, ist gut für die Suchmaschine. Und die Lesbarkeit bezieht sich wirklich auf den Leser und ähm, wie gut der wirklich dann auch Bescheid weiß, wenn er durch die Seite liest. Das ist natürlich sehr statisch. Ähm, das Ganze ist ja ein Plugin und es, wie gesagt, es richtet sich alles hier nach diesem Fokus-Keyword, das du festlegst. Und ähm, genau, deswegen ist natürlich gesunder Menschenverstand auch immer noch sehr wichtig. Nicht, dass hier alles einfach nur auf Grün steht, sondern dass die Seite wirklich auch ansprechend und gut geschrieben ist. Jetzt schauen wir hier mal weiter. Wir haben hier noch die Möglichkeit, das für Facebook vorzubereiten. Auch eine sehr schöne Funktion. Und Twitter haben wir auch noch mit dabei. Das sind so die zwei Socials, die dabei sind. Das heißt... Wenn du vielleicht deine Beiträge auf Facebook teilst, wie auch immer du das machst, dann kannst du hier wirklich festlegen, was er anzeigt auf Facebook. Sonst zieht Facebook sich auch wieder ein Bild raus und den Text raus. Und wenn du eben genau möchtest, nein, es soll der Titel und es soll die Beschreibung und es soll dieses Bild sein, dann kannst du das eben sehr schön machen mit dem SEO von Joost. Hier wirklich den Titel festlegen. Die Beschreibung, das Bild. Wir haben ja auch öfter mal unter Beiträgen Teilen-Buttons. Und wenn jemand deinen Beitrag teilen möchte, dann wird eben genau das, was du hier festlegst, auch so bei ihm geteilt. Also das ist wirklich, wer damit arbeitet mit den Social Medias, der sollte sowas hier auf jeden Fall immer festlegen und es nicht dem Zufall überlassen, denn da wird oft dann irgendein hässliches Bild oder Text gezogen, der gar nichts damit zu tun hat. Also das wirklich immer festlegen und das gleiche hier natürlich für Twitter. Und dann haben wir ja noch dieses Zahnrad, also das sind die erweiterten Einstellungen, auch die sind sehr interessant, denn hier kannst du zum Beispiel sagen, ja, erlaube Suchmaschinen, äh, diese Seite in den Suchergebnissen äh, anzuzeigen. Wenn du das nicht möchtest, standardmäßig ist das immer auf Ja, wenn du möchtest, dass eine Seite nicht angezeigt wird, oder nicht von den Robots durchsucht wird, ja, dann wähle hier Nein aus. Das kann bei manchen Dingen Sinn machen, wenn du ein Freebie hast zum Beispiel, also irgendeinen geschützten Inhalt, vielleicht, wo du nicht möchtest, dass der von den Suchmaschinen erfasst wird, dann stell das hier auf Nein. Viele tun auch ihr Impressum gerne auf Nein stellen, gerade wenn sie vielleicht eine Seite machen. Nischenseiten, wo Sie sagen, das geht niemandem was an, da geht es eh nur um Produkte, muss niemand wissen, dass ich das gemacht habe, dann tun Sie gerne einfach zum Beispiel Ihr Impressum auf Nein setzen, damit man nicht gefunden wird gleich, ja, wenn jemand meinen Namen eingibt und so, dass der alle meine Webseiten findet. Ne? Macht natürlich bei persönlichen Webseiten überhaupt keinen Sinn, das zu schützen, aber ich will einfach nur ein paar Beispiele geben, wo es Sinn machen kann, dass man Seiten vielleicht nicht von den Suchmaschinen indexieren lassen möchte. Genau, und dann eben noch sollen Suchmaschinen diesen Links folgen. Also ja, wenn du hier oben Nein hast, ist das hier unten sowieso egal. Aber wenn du hier oben Ja hast, dann musst du dir einfach überlegen, sind die, sind die Links so wichtig, dass die Suchmaschine den folgen sollte. Ich würde es generell auf Nein stellen. Vor allen Dingen dann, wenn jetzt die Links irgendwo hinführen. Ich würde sie vielleicht auf Ja lassen, wenn sie auf meine eigenen Webseiten führen. Oder wirklich auf Webseiten, wo ich auch so ein bisschen Link-Choose nennt man das, wo man einfach so ein bisschen... Ja, was weitergeben möchte. Ja, also das kann man sich ja aussuchen. Das ist nicht ganz so kampfentscheidend. Ja, und das ist eigentlich so das Wichtigste, würde ich jetzt mal sagen. Das sind viele spannende Sachen, die wir mit dem ceo machen können. Deswegen ein Plugin, das sehr gut ist für die On-Page-Optimierung. Ich selber bin immer großer Fan von, dass wenn man eine Webseite erstellt, dass man sie gleich On-Page-Ready erstellt. Das heißt, dass man sie gleich von Anfang an sauber erstellt. Und da ist dieses seo eine sehr gute Hilfe, dass man Bilder gleich mit richtigen Dateinamen hochlädt, dass man sich Gedanken macht über Fokus-Keywörter. Das ist einfach die Basis. Damit hast du noch nicht die Top- TEN-Platzierung für deine Webseite sicher, aber es ist die Basis, die stimmen muss, damit du das richtige Signal rausgibst an die Suchmaschinen, damit man wirklich auch weiß, worum es an deiner Webseite und dass du eben auch die Arbeit, die du in deine Webseite investierst, dass die auch wirklich richtig ankommt. Also ein sehr schönes Grundlagen-Plugin, das wirklich für jede Webseite gut geeignet ist.